Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einem schrecklich netten neuen Schultag. Schultag Nummer 4. Wir befinden uns im Büro vom Direktor und machen direkt dort weiter, wo wir in der letzten Episode aufgehört haben. Wir müssen ihm die Hose runterziehen, denn sowohl Lehrer als auch Direktoren, als auch Eltern, als auch Schüler, die machen wir alle fertig. Alter, schaut euch an, was für ein heftiger Atze wir sind. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefällt. In der heutigen Episode werde ich, wenn alles klappt, sowohl den Hulk freischalten, wir können uns zu Hulk verwandeln, wir werden ein Jetpack freischalten und die Rakete zünden. Das sind drei Ziele und wir legen los. Wir haben viel zu tun, deswegen würde ich sagen, wir warten gar nicht so lang und komm. Ey, Alter, wie er losgesprintet ist, halber Usain Bolt, Alter. Das haben wir jetzt freigeschaltet, haben wir das gesehen? Das ist sehr, sehr wichtig, weil die Mission war erfolgreich. Auch wenn er uns erwischt hat. Aber wir haben ihn erfolgreich die Hosen runtergezogen. Deswegen, zur Weltkollege! Deswegen holen. Will der jetzt kämpfen? Nee, ja, der weiß doch schon genau, dass er gegen mich keine Chance hat. Wir holen uns einen neuen Auftrag. Aber vorher gehen wir zu dieser Stelle, die uns da angezeigt wurde. Das ist nämlich im Wissenschaftsraum. Nämlich genau hier. Genau! Was ist denn das für ein Ding, Alter? Oh. Und hier ist noch ein zweites? Oh, nee, nicht hinsetzen. Alter, genau. Und hier befindet sich später die Hulk-Potion. Genau hier. Aber die müssen wir erst noch freischalten. Die Frage ist, was haben wir da gerade für Teile aufgesammelt? Ich meine, das sind Teile... Ah, hier. Gravity Weapon. Alter. Puh. Tschück. Durchs Fenster. Mit Ansage. Ja, okay, ja, ich ganz geklappt. Alter, das ist ja ein übelst geiles Ding. So, was sollen wir jetzt machen? Da müssen wir in den anderen Raum. Da sind wir hier falsch, Alter. Das heißt, wir zücken unser Skateboard ganz schnell und düsen dahin. Ja, okay, Gravity Weapon ist geil, aber wir wollen Hulk sein. Das müssen wir erst noch freischalten, wie ihr gesehen habt. Das heißt, wir müssen erst noch hier ein paar Quests absolvieren. Ah, wir sollen im Haus des Lehrers ein Feuer... Was ist er denn? Ach, wir sollen Regen... Ah, okay, wir sollen einen Regentanz machen. Jetzt verstehe ich das selbst erstmal. Jetzt fängt halt wirklich an zu regnen. Oha, Alter. Okay, wir wollen aber den Pogo-Stick, weil das... Das habe ich nicht kommen sehen. Oha, Tsunami. Was ist denn hier jetzt los? Was ist denn hier jetzt los mit der Schule? Müsste jetzt nicht irgendwo der Hai hier rumschwimmen? Alter. Oh, warte. Okay. Das heißt, wir... Die schwimmen auch, Alter. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt das Level unter Wasser beenden. Das könnte etwas schwierig werden. Aber man ist relativ schnell in der Fortbewegung tatsächlich. Man hat doch unendlich Luft. Die Bad Guys, von denen wir unsere Aufträge immer bekommen, die scheinen... Ah, das ist eigentlich ganz cool, ne? Die scheinen da auch zu chillen. Die haben da gar keinen... Also, die juckt das auch gar nicht, dass hier einfach ein Tsunami gekommen ist. Warum sollte einen das auch stören, Alter? Principal Car... Okay. Oh, chill. Okay, warte. Okay, warte, müssen... okay, wir... Ah! Tsunami weg. Okay, sehr schön. Wir sollen das Direktor-Auto zum Schrottplatz bringen. Okay, und mit dem Kran dann irgendwie... Ah, da ist es. Okay. So, kann ich da jetzt direkt einsteigen? Warte mal. Zum Schrottplatz. Was ist denn der? Wieso haben die alle das gleiche Auto? Was ist denn das für eine komische Schule? Okay, ich bin drin. Ich habe einen Pfeil über meinen Kopf. Aber wo ist denn der Schrottplatz? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Oder haben wir den schon gesehen? Nee, hier war der Hühnerstall. Das war in der letzten Episode. Da ist die Rakete. Genau, aber die haben wir halt auch noch nicht... Also, die haben wir noch nicht freigeschaltet. Die können wir noch nicht aktivieren. Genauso wie die Hulk-Potion. Das machen wir später. Also ich muss jetzt erstmal rumfahren und den Schrottplatz suchen. Zählt das jetzt? Ich glaube, ich habe die Mission nämlich falsch rumgemacht. Ich hätte zuerst... Ich fahre nochmal raus und wieder rein. Ich hätte zuerst den Kran holen müssen, damit das... Ah ja, genau. Okay, wir wollen noch ordentlich hier. Komm rein, die Bude, Alter. Wir kommen einfach über die Wand. Easy. Aber die erscheinen doch neu, diese Gebäude, wenn man die freigeschaltet hat. Der Schrottplatz war doch nicht immer da, oder? Ich glaube, die kommen erst, wenn man die auch freigeschaltet hat, ohne Joke. Bad Guys. Oh, das Ding ist schnell. Um the hair. Wir müssen eigentlich sehr weit sein, weil wir haben auch schon aus dem Shop alles.
Kann ich die Menschen damit ansaugen? Das beantwortet die Frage mit dem Hai an der Stelle dann auch. Da ist ein Hai in unserem Saal. Da ist das Jetpack, ich hab's euch versprochen. Auf, also das erste haben wir schon mal. Und wir sollen Kampf in der Cafeteria antizipieren, aber zuerst, das war doch wieder Wissenschaftsraum, das sah doch nach Wissenschaftsraum aus, oder? Macht natürlich auch Sinn, denn es ist ja auch ein Jetpack. Ja, da, oder? Warte mal, hier. Ah, hier hinten. Ja. Und wir haben das Jetpack. Da ist es, Alter. Oh. Hulk Potion? Nee. Hulk Potion kommt dann wahrscheinlich als nächstes. Ich denke, Hulk Potion ist das vorletzte vor der Rakete, weil Hulk ist heftig. So, okay, dann das mal. War ich überhaupt, war ich schon mal hier oben eigentlich? Nee, war ich safe noch nie. Oh, das ist nice. Einfach normal, dass man mit dem Jetpack hier durch die Schule fliegt. Ah. Boom. Ey, hau ab, Alter. So Stress machen. Oh, da ist die Hulk Potion, Mann. Ich hatte 2-1 oder was? Ja, aber denk nicht, dass ihr eine Chance gegen mich habt, Alter. Hier, du kriegst die halbe Klitschko-Kombo links, rechts. Und dann siehst du alt aus, ne? Boom, ja. Hätte sich mal nicht mit mir anlegen sollen, Kollege. Gluck, 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 gluck. Wir verwandeln uns in Hulkarinio. Okay. Verdammt, wir passen nicht durch die Tür. Ah, schon besser. Okay. Ja, moin, ihr habt jetzt einen neuen Schüler. Nämlich Hulk. Oh, okay, ich war nur angetäuscht. Ich wollte ihn... Okay. Was sollen wir jetzt machen? Einen neuen Auftrag holen. Oh. Nicht mal durch das große Haupttor passen. Jetzt macht Hulk einfach den nächsten Auftrag. Ja, wieso nicht, Alter? Let's go. Okay, wir sollen... Hulk soll ein Papierflieger in das Direktorbüro schmeißen. Okay, Hulk, let's go. Der schmeißt das so fest. Oh, oh, ui. Oh, na, verkackt. Scheiße. Hulk, das müssen wir nochmal üben, ey. Oh, jetzt ist es weg. Geh mal wieder auf die Bude. Oha, da kann er sau hochspringen. Principal, okay. Mhm. Ah, der ist zu, okay. Macht Sinn. Das heißt, das ist... Wir müssen uns jetzt merken, welches Fenster das ist, Leute. Das ist hier. Das ist... Da, das offene. Okay, kriegen wir hin. So, wir haben 2 Versuche. Dürfte ja nicht so schwer sein. Wow. Yeah, Hulk, du bist der King, Alter. Hulk auf einem Pro-Stick? Hulk mit Jack... Oh nein, meine Hulk-Verwandlung ist weg. Oh Mann, das war so schön. Aber sehr stark, sehr stark. Wir waren Hulk. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Rakete. Aber ich glaub, das kommt heute nicht mehr. Da müssen wir, glaube ich, mehr Tage aufführen. Klau den Ball der Footballspieler. Also ich kenne jetzt keinen Footballspieler persönlich. Aber guck mal, die Grafikfehler mit dem Jetpack. Ne? Das überlastet das Spiel maximal. Aber ich halte es für eine grandiose Idee. Wir machen das. Kann ich nicht eigentlich mit 200 IQ? Wartet mal. Ihr wisst, ihr seht mich nicht. Okay. Mit Gravity Cannon funktioniert leider nicht. Oha, der weiß ich. Greifen die mich jetzt an? Und buh! Alter, die greifen mich an. Da muss ich aber richtig los. Wartet. Gravity Kanone schnell ausgewählt. Und jetzt. Wer ist jetzt hier der Boss, Alter? Wollt ihr weiter Stress? Nee, besser so. Doch du ja, du einmal. Wir sollen ein Feuerwerk, ein Böller, auf den Sekretariat, oh hier, auf den Bibliothekaren sollen wir schmeißen. Tschüss. Oh. Oh, die will Stress, Leute. Scheiße, da muss ich aber richtig schnell los. Wir haben außerdem auch das Falsche geschmissen. Hä, was waren da für Wände? Wir haben das Falsche geschmissen. Wir sollten eine Rakete und kein Böller. Ich bin verletzt. Wir sollen jetzt diese Rakete gegen den Kopf der Bibliothekarin schießen? Oh, ich habe mich selbst gekillt. Ah, wir haben Tag Nummer 5 geschafft. GG. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wenn ja, abonniert den Kanal auch kostenlos, um nichts zu verpassen. Bis morgen, euer Benson. Ciao.